Es war ein Familientag und Caillou konnte es kaum erwarten, den botanischen Garten zu erkunden. Wow! Seht euch die Farben an! Komm schon, Rosi, wir sollten uns umsehen. Oh, herrlich! Das, Rosi, ist eine Sonnenblume. Und die ist gelb wie die Sonne, siehst du? Sonnenblume ist gelb. Okay, und diese hier ist weiß, so wie der Mond. Wie heißt die, Mama? Nun, die hier, das ist eine Mondblume. Wow! Okay, Sonnenblumen sind gelb. Und Mondblumen sind weiß. Eine Rose. Eine Rose. Eine rote Rose. Rosen sind rot. Und Veilchen sind blau. Sonnenblumen sind gelb. Und Ranunkeln auch. Mondblumen sind weiß. Blätter sind grün. Habt ihr jemals so viele Farben gesehen? Was ist das? Das sind Pollen, Caillou. Davon kann man niesen. Gelb, gelb. Das stimmt, Rosi. Komm mit, Rosi. Gehen wir doch in den Irrgarten und suchen den Springbrunnen. Ich muss die Mitte des Irrgartens finden. Dort ist der Springbrunnen. Aha! Da geht's lang! Ich hab mich verirrt. Toll, dass du uns trotzdem gefunden hast. Wie hast du das gemacht? Ich hab das Plätschern des Springbrunnens gehört und bin dem Geräusch in die Mitte des Irrgartens gefolgt. Ganz toll gemacht, Caillou. Das hast du wirklich sehr schlau gelöst. Nun, Caillou, manchmal fühlt man sich verloren. Aber es kann auch ein Abenteuer sein. Caillou hatte viel Spaß dabei, den botanischen Garten zu erkunden. Besonders, wenn er nicht allein im Irrgarten, sondern mit seiner Familie zusammen war.